war schon ganz klasse. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fred, schon wieder Französisch. Ja. Sie können sich nicht vorstellen, was alles wegen Ihrem Geburtstag am nächsten Dienstag los ist. Können Sie es hören? Unten probt schon der Miesbacher Schulchor für Sie. Und der Bürgermeister hat auch angerufen. Er möchte gerne ein Interview, wie man es schafft, 100 Jahre alt zu werden. Gratuliere, Erna. Sie werden noch richtig berühmt. Psst. Das muss ein Geheimnis bleiben. Sonst finde ich ja nie meinen Mann, weil die sind ja alle viel jünger. Sie haben ja zur Abwechslung mal richtig Appetit gehabt. Nur die Vitamine. Ja, den kann ich nicht essen. Dann haben Sie mal wieder nicht genug Haftcreme benutzt. Hab ich wohl. Sie wissen doch, erst oben links kauen, dann oben rechts. Das gleicht den Druck auf die Zahnprothese aus. Äpfel sind wichtig für die Gesundheit. Wieso geben Sie dem Bürgermeister nicht ein Interview, wie man 100 Jahre alt wird? Ja. Wollen wir nachher zusammen ein bisschen rausgehen? Oh, ich bin zu müde. Erna, Sie waren jetzt seit über einer Woche nicht mehr im Garten. Die Sonne ist gut wegen des Vitamin D. Dann gehen Sie doch ein bisschen spazieren, wenn es so gesund ist. Ja, ja. Ich weiß, ich bin ein frisch geschlüpftes Küken, was keine Ahnung hat. Aber wenn Sie sich's noch mal anders überlegen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden, ja?